wie ihr sehen könnt, schönes Wetter hier oben im Norden. Heute ist der Gratis-Comic-Tag, nur zur Info. Ich gehe da jetzt hin, mal gucken, was da eigentlich so abgeht und was wir für Comics bekommen werden. Das ist auf jeden Fall einmal im Jahr und guckt doch mal auf die Seite. Ich habe das auch im Post reingemacht. Viel Spaß, bis gleich. So, ich habe jetzt mir hier in der Bibliothek mir Deadpool geholt, am gratis Comic-Tag. Batman Metal und mein Sohn hat sich noch Dragons geholt und Star Wars. Ich kann mal sagen, sind sie nicht süß oder doch nicht? Was gerade so einfällt, und das kommt ja nachher noch auf YouTube her, diese ganzen Videos. Naja, findet ihr auch die Sachen so nervig, dieses 24 Stunden Instagram bestimmt mal leben und so weiter. Ich finde das so nervig. Naja, jetzt haben wir mal ein bisschen Meinungsblock gemacht und jetzt geht es weiter zum Flohmarkt. Ich noch mal genau diese ganzen Trends-Videos, ne, gerade so die Beauty-Blogger, die machen das hier alles. Oder ich bin gefangen irgendwie 24 Stunden in so einem Karton oder Fortnite-Tänze, ich weiß nicht, ich finde es zum Kotzen in letzter Zeit einfach. Und was sagt ihr denn dazu? Stimmt mal ab hier. Was denn? So, ich bin jetzt raus und habe jetzt hier halt ein Nintendo DS gefunden für 8 Euro. Leider der Akku kaputt, aber trotzdem machen wir den Fit wieder bei eBay und weiter geht's zum nächsten Flohmarkt. So, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt auf dem Weg zum Roten Sand. Wahrscheinlich lauter hier. Da hinten werden die Schiffe gebaut, die Peter Pan, also repariert, nicht gebaut, ne? Die werden ja woanders gebaut. Aber ich gehe jetzt zum Roten Sand, zum nächsten Flohmarkt und mal gucken, was da so abgeht. Und wie man sehen kann, ist hier auf jeden Fall ein bisschen mehr los, ne, als wie auf einem anderen Flohmarkt. Und am Schluss zeige ich euch dann mal den Flohmarkt-Hall, den ich hier abgesahnt habe, wenn was abgesahnt wird. Ne? Mal schauen. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ne? Diesmal richtig mit Finger nicht drauf auf den Ton und mit Kaffee. Und jetzt kommt nämlich erstmal die Haul, was ich da gekauft habe. Meine Güte, ist das warm. So, einmal so hässliche Dinger hier, die aus den 90ern. Kennt ihr die noch? Ich weiß nicht gar nicht mehr, wie die hießen. Das ist auf jeden Fall ein Originaler. Beide für 1 Euro. Dann der, das sieht wieder aus wie von den Hensons irgendwie, ne? Keine Ahnung, wer das ist. Auch 50 Cent. Und dann geht's weiter. Dann Polly Pocket, hat ja schon gehabt, ja, ne? Für 1 Euro oder so, glaube ich. Und zwei Filme. Boah, zwei Filme hier. Im Land vor unserer Zeit und Laura Stern, natürlich für mich, für meinen Sohn. Und jetzt kommt's. Oh, so, ihr wisst ja, auf jeden Fall, ich habe den Nintendo DS geholt für 8 Euro und einmal das Spiel hier. Ihr kennt das noch aus den 90ern, das für 3 Euro. Das war's gewesen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wird demnächst wieder was kommen zum Vlog. Lasst ein Abo da auf Nerd und bis dann schon. Bam.